Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe wieder was Neues bekommen. Die Webseite, die Pamu vertreibt, also die mir die Pamu hier zur Verfügung gestellt haben. Also die Großen und die Kleinen habe ich am PC jetzt gerade. Haben mich gefragt, ob ich das vielleicht auch mal testen wollen würde. Und habe gesagt, finde ich ja nicht mal so schlecht, das ist ganz cool. Auch für die Küche. Ticktime nennt sich das Ganze. Ich zeige euch den Karton mal. Ja, so sieht das aus. Ich habe das schon geladen und hier an der Seite haben wir dann Zahlen dran. Das kann ich euch auch gleich zeigen. Und hier unten haben wir dann noch die Spezifikation. Ich richte euch erstmal nach unten. Also es wird jetzt hier kein Unboxing- und Hardware-Video geben. Wir machen jetzt alles in eben, weil es ist nicht viel, was wir hier unboxen können. Aber das Prinzip von dem Teil fand ich halt sehr geil. So, wir haben dann halt hier eine Anleitung mit bei. Das Teil an sich haben wir mit bei. Und einen kleinen USB zum Laden. So. Dann können wir das hier alles wieder wegpacken. Machen wir das mal nach hinten. So. So. Und zwar, ich muss mal gucken, welche Sprachen hier überhaupt zur Verfügung stehen. Englisch. Und Englisch. Okay. Gut. Alles leider nur in Englisch. Und das ist das ganze Gerätchen. Hier ist das Display. Wir machen den auch gleich an. Hier können wir vor und zurück machen. Hier oben laden wir. Und halt, wie gesagt, Display. Die Zahlen, die haben auch noch eine Bedeutung. Das werde ich euch gleich zeigen. Und hier, da wird dann angezeigt, glaube ich, wie stark das Licht ist. Wir haben auch hier so Auslässe, solche Löcher, die sind für einen kleinen Lautsprecher. So, wir schalten es jetzt einfach mal ein. So, und warte mal, wenn wir das hier hoch machen. Kann man damit was machen? Ich habe noch nicht getestet. Nee, das funktioniert nicht. Okay. So, wir haben einmal einen ganz normalen. So, seht ihr das? Wartet mal, ich muss erstmal hier auf Null stellen. So. Aber ich habe es verkehrt rum, deswegen sind das. So, wir können jetzt hier. Ich muss mal schnell die Zeit hier noch ein bisschen mehr im Plus machen. Das geht bei Minuten bis. Ich denke mal 99 Minuten. Ich bin jetzt bei 90. Also bis 99 geht es. Und die Sekunden zahlen natürlich genauso. So. Und wir können das natürlich auch resetten. Ihr sollt auch wohl. Wartet mal, ich muss mal gucken, wieder wo was ist. Also die Lautstärke soll hier auch irgendwie gehen. So. Aber das habe ich selber noch nicht rausgefunden, wie man die Lautstärke. So. Wir haben jetzt, ich mache jetzt einfach mal eine Sekunde dazu. Und habe jetzt hier eine Sekunde dazu gemacht.
Und die Sekunde ist abgelaufen und ihr seht, hier blinkt es überall. Also man hört es, bloß mit dem Volumen habe ich noch nicht rausgefunden, wie man, also man kann hier auch Minute dazu packen, das ist klar mit dem Schalter, aber das ist noch nicht Sinn und Zweck der Sache, dass man das an sich alles damit macht. Weil der Sinn und Zweck ist eigentlich, so, jetzt ist die Zeit gerade angehalten. So, ich drehe die mal hier auf der Seite, dann leuchtet hier oben die 30 und der Countdown geht los mit 30 Minuten. Ja, sieht man es ja? Ich glaube, das sieht man, oder? Wenn ich das jetzt drehe, sind es 25, 15, 3, 5, 10 und dann sind wir wieder bei 30. Wir nehmen mal jetzt einfach mal 3 Minuten. So. Die zählen jetzt runter und dann kann man sich das hier irgendwo hinstellen. Wenn man aufrecht stellt, dann bleibt das automatisch. Ich hoffe, dass man das sieht irgendwie. Ich würde mal runter machen. Wenn man es aufrecht stellt, blinkt das jetzt hier. Ich hoffe, ihr seht das. Und die Zeit wird sofort angehalten. Also sagen wir mal, ihr habt jetzt so, machen wir weiter, 3 Minuten. So, die 3 Minuten zählen jetzt. Mal gucken, ob ihr das seht. So, jetzt stelle ich es aufrecht. Und dann sage ich, ach, soll weiter zählen. Und dann macht er nicht weiter, dann fängt er gleich mit 0, also mit 3 Minuten wieder an. Dann geht, das Display wird dann auch kurz danach, dann blinkt der zwar auf, aber das geht dann halt auch irgendwann aus. Und dann steht das halt so bei euch rum. So, wenn ihr das so rumstellt, dann haben wir hier hinten auch noch beleuchtet, dass es halt wie rum mit gedreht wird. Ja. Und das ist halt nur so ein kleines Gimmick, so ein kleiner Sekundenzeiger. Ach Quatsch, so eine kleine Art Stoppuhr. Das Einzige, was mich jetzt hier noch interessiert, ich muss mir mit meinem Handy mal die Anleitung vom Englischen ins Deutsche übersetzen. Wir haben nämlich die Pfeile. Steht oben S plus, also für Sekunde plus. Unten drunter Volume plus, also V plus. Auf der anderen Seite steht M plus für Minute. Und unten drunter V minus für Minus von der, vom Volume her. Da habe ich noch nicht rausgefunden, inwiefern das funktioniert, dass ich... Also ich muss beide Pfeile gedrückt halten, dann geht es halt aus. Wa? Dann ist komplett aus. Aber ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich nur dieses hier unten... Weil immer wenn ich unten drücke, dann passiert da auch wirklich das, was soll. Also, dass der die Sekunde vorangeht. Aber ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich das dann laut oder leise mache. Also, das habe ich noch nicht rausgefunden. Aber für einen PC jetzt zum Beispiel ist es geil, wenn ich jetzt sage, was weiß ich, wir machen jetzt 30 Minuten Quatschen oder so. Lasse ich das hier so liegen. Hab dann hier meine 30 Minuten, krieg dann eine Erinnerung und einen anderen Erinnerungston und überziehe dann nicht und dann fangen wir an mit Zocken. Oder wenn ich einen Livestream mache und ich sage, wir machen jetzt Quiztime, wir warten jetzt noch, bis alle kommen, wir geben jetzt den Leuten mal 15 Minuten Zeit, dann drehe ich das auf 15 Minuten, ja, und lass dann halt die Zeit ablaufen und nach den 15 Minuten bekomme ich ein Tonsignal. Finde ich so an sich echt cool und das nimmt nicht viel Platz weg auf dem PC-Tisch. Oder für die Küche. 5 Minuten Ei oder was weiß ich. Also. Und hat was Stylisches. Also rein optisch gefällt es mir sehr, sehr gut. Ich muss jetzt erstmal testen, wie es sich jetzt schlägt. Ich werde am Wochenende Eier machen und so. Und werde es jetzt mal beim Stream demnächst benutzen. Ich packe es jetzt erstmal nur wieder ein, damit das nicht abhanden kommt. So, stellen wir mal hier hin. Und ja. Das sollte jetzt soweit gewesen sein. Ich werde euch das verlinken. Ich weiß noch gar nicht, wo es denn das zu kaufen geben wird. Da muss ich dann nochmal fragen, was ich da verlinken soll. Ich bin noch nicht zum Testen gekommen. Wie gesagt, das ist jetzt das erste Mal, dass ich richtig getestet habe. Ich habe es nur halt ausgepackt und geladen. Und dabei halt gesehen, dass es sich dann umschaltet und so. Aber mehr habe ich noch nicht gemacht. Ich bin gespannt.
So, wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Seid euer Odin.